Der Endgegner Naxxramas, Kel'Thuzad, hat zwei Phasen. In Phase 1 sammelt ihr euch alle in der Mitte des Raumes und bekämpft die eintreffenden Adds. Sofern nicht direkt angegriffen, kommen die Adds automatisch, passt also vor allem auf eure AOE-Fähigkeiten auf, liebe Jäger. Wenn also nicht aus Versehen mehr gepult, laufen hier drei verschiedene Adds auf euch zu. Soldaten der eisigen Weiten sind kleine Skelette, welche explodieren, wenn sie ihr Ziel erreicht haben. Bleibt als Melee also weg und lasst diese eure Fernkämpfer kontrollieren. Ebenso die Seelenwirker, welche sich auch langsam in die Mitte bewegen. Sobald sie diese erreichen, explodieren sie, verursachen enormen AOE-Schaden und stoßen euch dazu noch zurück. Zuletzt, und jetzt dürfen auch die Melees, spawnen die Monstrositäten. Sie müssen direkt angetankt werden, da enormer Schaden, sind aber stunbar. Phase 1 dauert 5 Minuten und erst dann greift Kel'Thuzad in den Kampf ein. Euer Tank muss nun direkt ran und zieht Kel in die Mitte des Raumes. Der Rest des Raids verteilt sich im Kreis um Kel herum. Eine seiner Fähigkeiten ist Frostblitzvolley, welcher den ganzen Raid mit 7 bis 8000 Frostschaden trifft und gegengeheilt werden muss. Hinzu kommt ein Single-Target-Frostblitz auf den Main-Tank. Die Castzeit ist hierbei 2 Sekunden und kann bzw. sollte unterbrochen werden. Teilt hier am besten mehrere Unterbrecher ein, da er diesen sehr oft hintereinander casten kann. Zu dem Frostblitzen kommt der Schattenspalt, welcher eine kleine Fläche am Boden bedeckt und aus welcher ihr sofort raus müsst, da ihr sonst direkt drauf geht. Sollte diese beim Tank erscheinen, müsst ihr Kel neu ausrichten. Für alle Mana-Klassen gibt es eine weitere Fähigkeit zu beachten. Detonierendes Mana kann auf eben alle Mana-Klassen gecastet werden, wobei ihr einen 5 Sekunden Debuff erhaltet, welcher in Mana-Detonation endet und einigen Schaden an nahen Mitspielern verursacht. Steht als Fernkämpfer oder Heiler so, dass ihr genügend Platz um euch herum habt, der Raum ist definitiv groß genug dazu und als Melee mit Mana müsst ihr direkt aus dem Camp raus und euch ein stilles Örtchen suchen. Eine weitere sehr gefährliche Fähigkeit nennt sich Frostschlag. Diese trifft und betäubt das Ziel und verursacht 4 Sekunden lang pro Sekunde 26% Schaden der Maximalgesundheit. Wird der betroffene Spieler demnach nicht direkt geheilt, stirbt er. Ein weiteres Problem am Frostschlag ist, dass dieser neben dem Hauptziel noch alle weiteren Verbündeten in einem 10 Meter Radius trifft. Achtet auf euren Abstand und bildet als Nahkämpfer am besten 2 bis maximal 3 Camps um den Boss herum, sodass höchstens einer getroffen werden kann. Seine letzte Fähigkeit sind die Ketten von Kel'Thuzad. Hierbei übernimmt er bis zu 2 Spieler, welche direkt in CC genommen werden muss, sei es Schaf, Falle oder Stun. Werdet ihr übernommen, lauft ihr so gesehen Amok mit einem 200% Schadensbuff. Bei 40% angekommen, spawnen dann noch zusätzlich Wächter der Eiskrone. Diese werden vom Off-Tank bzw. Off-Tanks kontrolliert und weiter nicht beachtet. Das einzige Problem ist hier der Buff Blutzapfer, welcher stapelbar ist und pro Stapel den Schaden dieser um 15% erhöht. Hebt euch eure Cooldowns also für die 40% Phase auf. Nochmal kurz zusammengefasst. Phase 1. Mobs umhauen, in der Mitte stehen bleiben, denn sie kommen von alleine. Phase 2, Kel in die Mitte ziehen, raus aus dem Schatten am Boden, Frostblitz unterbrechen, Frostblitz-Volley gegenheilen, Mana-Klassen auf detonierendes Mana aufpassen und am besten nicht in Reichweite zu anderen stehen. Übernommene Spieler kontrollieren und Wächter off-tanken. Und schon seid ihr durch Naxxramas.